Heute ist der 27. Oktober 2016. Hier wieder ein grenzdebiler Beitrag von GMX vom selbigen Tag. GMX tut ja angeblich einen Polizeisprecher, sprich einen Polizisten aus Berlin interviewen. Und zwar zum Thema diese sogenannten Horrorclowns und gleichzeitig Halloween, was ja in Kürze ist. Also wie verhalte ich mich da, wie soll man da umgehen, wie verhält sich das da? Erstmal totaler Schwachsinn, Horror- und Gruselclowns, ja wenn, dann sind das einfach als Clowns verkleidete Menschen. Ja, jedenfalls halte ich das Interview für gefaked, weil, also so im typischen Bild-GMX-Niveau, ja, was halt so suggerieren soll, dass die normalen Menschen da auf jeden Fall reinfallen, weil, erstens rechtlich antwortet der Polizist relativ fragwürdig und vor allem auch so moralisch oder vom Höflichkeitsniveau her, beziehungsweise allgemein von der Eloquenz, drückt er sich sehr, sehr komisch und nicht angemessen für einen Polizisten aus. Also ich finde das total fake und überhaupt diesen ganzen Beitrag total schwachsinnig. Aber gucken wir mal selbst. Erste Frage und erste Antwort ist mir zu banal. Die zweite Frage, gehen wir mal darauf ein, von GMX. Ist es denn strafbar, wenn ich mich am Montagabend, also Halloween, in einem Clownskostüm zu einer Party gehe? Diese Frage ist so selten dämlich von GMX, weil wie kann man denn eine Frage stellen, wenn man die Antwort darauf schon genau weiß? Die wissen doch, dass es nicht strafbar ist, als Clown zu verkleidet, rauszugehen, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren, völlig egal, ob das in einer Party ist oder sonst wo in der Öffentlichkeit. Und es ist auch völlig egal, ob man als Clown verkleidet rumläuft, als Angela Merkel, was nicht so schön ist, als Freddy Krüger oder Michael Myers, das ist völlig Latte. Also die Frage ist dreimal dumm, weil die fragen, ob es strafbar ist, was dumm ist, weil die genau wissen, dass es nicht strafbar ist. Viermal dumm ist es sogar. Weil zweitens, Montagabend, also Halloween, das ist total bescheuert, das hat überhaupt nichts mit der Veranstaltung zu tun. Also das kann auch ein ganz normaler Mittwoch sein. Clownskostüm ist zum dritten dumm, weil wie gesagt, das kann auch sonst was für eine Verkleidung sein. Und Party, das wäre der vierte Punkt, ist total bescheuert, weil das kann auch ganz normal in der Öffentlichkeit sein. Das muss nicht in einer Party sein, das muss nicht in Clownskostüm sein, nicht Montagabend und das ist schon gar nicht strafbar. Der erste Satz von den Polizisten ist nicht zu beanstanden vor den angeblichen Polizisten. Erst wenn der Passanten so sehr erschreckt, dass sie sich körperlich beeinträchtigt fühlen und zum Beispiel Herzrasen oder Angstattacken bekommen, dann ist das Körperverletzung und damit eine Straftat. Och, bitte. Also das ist da echt, ich will mal, ich weiß nicht, also meine Polizisten sind keine Rechtsanwälte, aber wenn man schon vom Strafrecht spricht, dann doch ein bisschen besser. Jedenfalls, was bedeutet denn körperlich beeinträchtigt fühlen? Ich meine, ich fühle mich auch körperlich beeinträchtigt, wenn ich Angela Merkel über den Weg laufe. Ja, aber deswegen macht die sich da nicht strafbar. Also wenn mir da jemand mit einer Clownsmaske verkleidet oder mit Freddy Krüger oder Michael Myers Maske verkleidet entgegenkommt und ich mich dadurch körperlich beeinträchtigt fühle, dann ist das mein Problem und nicht das Problem dieses verkleideten Menschen. Weil sich jemand körperlich beeinträchtigt fühlt, ist das nicht gleich pauschal eine Straftat. Etwas anderes ist es, und das wollte der Polizist wahrscheinlich ja ausdrücken, der vermeintliche. Wenn natürlich jetzt so ein Mensch mich wirklich unmittelbar und vor allem vermeidbar erschreckt, indem er aus dem Gebüsch gesprungen kommt, hinter einer Mauer hervorspringt oder so, und ich daraufhin Herzrasen, Angstattacken oder sogar einen Herzattacke bekomme, Herzinfarkt, dann könnte da zumindest die fahrlässige Körperverletzung nach 229 Strafgesetzbuch erfüllt sein. Aber nur allein wegen einer körperlichen Beeinträchtigung ist das nicht strafbar. Das ist Schwachsinn. Wenn ich mich körperlich beeinträchtigt fühle, das kommt auf die Beeinträchtigung, auf den Grad der Beeinträchtigung an. Die nächste grenzdebile Frage vom GMX, so wie man es gewohnt ist vom GMX, aber ist es dann auch noch legal, wenn ich mit einer echten Axt oder Motorsäge herumlaufe? Ja, warum sollte es denn nicht legal sein? Sonst würde sich ja jeder Baumarktkunde strafbar machen. Meine Fresse, wie kann man so dämlich sein?
Ja, dann müsste der Polizei Spalier laufen auf jeden Parkplatz vom Baumarkt. Es ist auch legal, wenn ich mich mit einer Maske verkleide, gleich welche, und mit einer Waffe, also zum Beispiel Kettensäge, eine Axt, ein Hammer oder sonst was, rumlaufe. Solange ich keine bedrohlichen Gesten mache und oder auf Menschen mit diesen Gesten laufe oder einfach nur mit dieser Waffe auf Menschen zulaufe, offensichtlich gerichtet auf diese Menschen, entschlossen zulaufe, kann man nicht von einer Straftat zum Beispiel in Form einer Bedrohung ausgehen. Ich darf also mit einer Waffe draußen rumlaufen, muss mich natürlich nicht wundern, wenn ich da alle 5 Meter von der Polizei angehalten werde. Zwar ist davon auszugehen, dass so einer vorhat, Leute zu erschrecken, aber die Polizei kann ihn dann lediglich überprüfen und ihm zur Gefahrenabwehr untersagen, so herumzulaufen. Nein, das kann die Polizei eben nicht, beziehungsweise darf sie das nicht. Wenn ich einfach so mit einer Maske herumlaufe und dabei auch ein Messer oder sonst was habe, eine Axt, darf die Polizei zur Gefahrenabwehr mir nicht untersagen, so herumzulaufen. Sie dürfte bei Gefahrenverzug, die man aber einfach nicht so frei interpretieren darf, was die Polizei aber sehr oft macht, die Gegenstände sicherstellen, ja, weil sie den Verdacht hat oder beschlagnahmt, dass sie ja, missbräuchlich verwendet werden könnten, zum Beispiel zur Begehung eines Vergehens oder eines Verbrechens. Aber gut, das ist weit hergeholt. Ja. Aber ansonsten darf sie die Polizei nicht einfach so einen untersagen, so herumzulaufen. Das ist Schwachsinn. Ja. Auch wenn ich halt mit einer Maske rumlaufe und mit einer Waffe und das natürlich ziemlich dubios ist, darf die Polizei dann nicht einfach sagen, hier, du darfst dann nicht mal so rumlaufen. Dann die nächste Frage von GMX. Was empfehlen Sie Leuten, die an Halloween einen Gruselclown begegnen? Allein der Begriff Gruselclown, was soll denn das sein? Ja, antwortet das soweit korrekt. Da brauche ich jetzt nichts weiter zu sagen. Andersrum gefragt, sagt GMX, würden Sie in diesem Jahr davon abraten, als Clown verkleidet auf der Halloween-Party zu erscheinen? Diese Frage ist natürlich wieder sowas von grottendämlich. Der Polizist, der antwortet dann noch dämlicher, dass es halt in diesem Jahr ratsam wäre, seine Clownsverkleidung erst anzuziehen, wenn man am Partyort angekommen ist. Einfach schon, weil man in den Straßen viele Leute erschrecken könnte. Erstens, wer sagt denn, dass man zu einem Partyort geht, also zu einer Party? Kann ja auch einfach so rumlaufen. Das ist Schwachsinn. Ratsam ist das gar nicht. Ja, und einfach schon, weil man in den Straßen viele Leute erschrecken könnte. Wenn ich als Merkel verkleidet bin, da ist die Gefahr natürlich besonders hoch, als Michael Myers, als Freddy Krueger, als Bucklige, als E.T., was weiß ich, da ist die Gefahr genauso groß, dass ich Leute erschrecken könnte. Also das hat mit Clown überhaupt nichts zu tun. Das ist totaler Schwachsinn. Immer wenn ich mich verkleidet habe, könnte ich jemanden erschrecken, egal ob als Clown oder sonst was. Total hohl. Ja, jetzt die letzte und mit auch dümmste Frage und vor allem auch Antwort. Und was ist mit den Kleinen? Dürfen sie dieses Jahr noch von Haus zu Haus ziehen und Süßes oder Saures einfordern? Nein, das dürfen die nicht. Das wurde mit Beschluss von gestern vom, was weiß ich, Innenminister für 50 Jahre verboten. Oh, bitte. Vor allem Süßes oder Saures einfordern. Diese Tradition, dieses Halloween, dieser Scheiß. Ganz ehrlich, ich würde wahnsinnig werden, wenn bei mir alle 5 Minuten jemand an die Tür klopft. Ja? Und wenn es eine scheiß Kinder sind, ist mir da Latte. Ja, also diese Frage ist natürlich total dämlich. Ja. Also dürfen Sie dieses Jahr noch einfordern? GMX weiß doch ganz genau, dass das nicht verboten ist. Natürlich darf man das. Was total unglaubwürdig ist, dass ein angeblicher Polizist aus Berlin so ja antwortet. Wenn die kleinen Monster mit schwarzen Augen und Gruselumhang, bla bla bla. Was ist denn ein Gruselumhang? Von die kleinen Monster, welcher Polizist würde so antworten? Keiner. Von der zweite Satz auch, dennoch kann es nicht schaden, wenn die Erziehungsberechtigten zur Sicherheit einen Blick auf die Kinder haben. Ach, ist das wirklich so? Ja, wie denn, wenn die von Haus zu Haus ziehen? Sollen die Eltern mal alle 5 Minuten rauskommen, 20 Minuten zu den Kindern laufen, wo die sind, gucken, ob alles in Ordnung ist und dann wieder gehen? Gott, dieses ganze Interview ist so gefaked und sowas von dämlich. Ich krieg wirklich blanke Kotzen. Sofern
diese Kreatur hier wirklich existiert, wünsche ich dir wirklich das Schlechteste vom Schlechtesten. Hoffentlich landet die mal im Rollstuhl. Und dieser Typ hier, falls es den wirklich gibt, dieser Thomas Neuendorf, genauso. Aber ich glaube, es ist fake. Also ich denke mal, die Namen sind sowieso generell immer alle fake. Glaube ich. Auf jeden Fall das Interview. Also wenn ein Polizist wirklich so geantwortet haben sollte, ich kann mir das null vorstellen. Gott, also. Ja. Ich sag das nochmal so generell, ja, weil vielleicht viele sich fragen, ja, warum beziehst du dich immer auf GMX, wenn es so scheiße ist? Ja, gerade weil es so scheiße ist und hier Premium-Grütze angeboten wird, na, damit ich das halt auch hier zurechtbiegen kann. Ja, weil ich sonst nicht so viel von Nachrichten halte. Also GMX reicht mir da als Quelle, ja. Wenn da steht, Sigmar Gabriel hat 10 Kilo zugenommen, Angela Merkel sieht noch schlimmer aus als sonst. Keine Ahnung, also das reicht mir, weil ich mich so für Nachrichten nicht weiter interessiere, also auch für Politik nicht so weiter. Ja, früher habe ich mal Zeitung gelesen und so. Heute erachte ich das als absolute Geldverschwendung. Mich interessiert das nicht groß. Ja? Ich meine, wenn ein Mensch stirbt, egal prominent oder nicht so, den ich gemocht habe, na gut, dann finde ich das schon schlimmer, ja, als wenn jetzt zum Beispiel Guido Westerwelle stirbt. Ich meine, da habe ich mich gefreut. Also wirklich ernsthaft. Da habe ich mich wirklich gefreut. Ich meine, das oder auch Helmut Schmidt, ja, das war was richtig Schönes. Oder der Niklas Feierabend, ja, das war natürlich auch toll. Ja, den kannte ich zwar nicht, aber fand ich gut, dass er dieser Typ und seine abartigen Mistfiguren da, oder seine Freunde oder was weiß ich, was das für Viecher waren, dass die da zurecht gestorben sind. Ja, das fand ich gut. Ansonsten, ich pfeife halt auf Nachrichten, also. Deswegen reicht mir das ja, wenn ich das bei GMX lese, ja, und das regt mich halt genug auf. Ja. Ab und zu lande ich auch mal auf anderen Seiten, wie zum Beispiel die Zeit oder so, ja, siehe mein aktuellen Video. Aber da ist dann oft nicht mehr an Seriosität als bei GMX vorzufinden. Ja, und sowas hier regt mich halt extrem auf. Ja. Also, wenn man so dumm antworten kann, weil das liegt halt einfach an der Masse der Menschen, ja, weil die Masse ist so dumm. Und da ein Großteil der Masse so dumm ist, gibt es halt solche Beiträge hier. Weil nochmal, ein normaler Polizist würde doch niemals so antworten. Eigentlich würde ein normaler Polizist, also jemand mit Hirn, das sind ja nicht allzu viele Polizisten, solchen Portalen ja kein Interview geben. Aber sogar der eigentlich, ja, schon renommierte Rechtsanwalt, würde ich mal sagen, aus Hamburg, dieser Dr. Jesko Baumhöfener, seiner Zeichens Spezialist für Strafrecht, vor allem auch Jugendstrafrecht, dafür ist er bekannt, so steht das ja auch auf seiner Internetseite. Ja, der gibt ja diesem Portal ja auch, hat also in der Vergangenheit schon diesem Portal ja mehrmals Interviews gegeben. Finde ich äußerst fragwürdig. Ich meine, der Typ, der hat nicht nur ein IQ von 110, ja, also Durchschnitts-IQ, sondern ich würde mal sagen, was ich, 130 oder mehr. Da muss man doch wissen, was das hier für eine dreckige Seite ist. Warum gibt man so einer Seite ein Interview? Verstehe ich nicht. Weil da steht ja vor allem noch, gibt unserer Seite ein Interview und nicht, dass da irgendwie stand, gab DPA ein Interview und GMX beruft sich dann halt auf DPA. Nein, ja, die schreiben da bewusst, gab unserer Seite ein Interview. Also muss ja der Rechtsanwalt GMX speziell oder web.de ein Interview gegeben haben. Passt natürlich super, dass GMX, web.de, top.de mit 1&1 zusammenarbeitet. Ja, also ein Haufen zusammengeknüllter Scheiße, ein Komposthaufen voller Unseriosität.